geht es um Voodoo-Puppen. Und zwar werde ich natürlich wie immer zuerst auf Wikipedia schauen, was dort genau steht. Es ist leider nur ein sehr kleiner Beitrag, aber ich lese den jetzt auch mal vor. Ein bekannter, aber meist übertrieben dargestellter Brauch ist das Herstellen von Voodoo-Puppen, die oft einem bestimmten Menschen nachgebildet sind. Manchmal wird auch ein Foto auf den Kopf der Puppe aufgeklebt. Durch das Stechen in die Puppe oder durch das Durchbohren mit einer Nadel sollen den Betroffenen Schmerzen zugefügt werden. Vor allem aber werden Voodoo-Puppen zum Heilen von Kranken benutzt. Dieses Verfahren wurde ursprünglich von Priestern in Haiti verwendet. Diese Puppen sind aus einer Not heraus entstanden. Da die Sklaven bei den amerikanischen Sklavenhändlern keinen Voodoo praktizieren durften. Entsprechend waren aus Holz geschnitzte Abbildungen der Gottheit oder Dämonen verboten. Folglich tarnte man Gottesabbilder als Puppen. Ich habe noch was Witziges gefunden, und zwar auf Yahoo. Da fragt jemand: Wie mache ich eine Voodoo-Puppe, um jemanden zu verfluchen? Ich möchte keine Warnungen. Mein Leben ist schon vorbei und jetzt soll diese Person dafür bezahlen. Ich bin mir über die dreifache Regel im Klaren, da ich Hexenkunst schon lange praktiziere. Aber ich will nur Anleitungen und keine Warnungen. Bist du dir sicher, dass du diesen Weg gehen willst? Du solltest auf jeden Fall sicher sein, was du tust, denn es wird Folgen haben. Ob du nun daran glaubst oder nicht, solltest du Vorsichtsmaßnahmen treffen, bevor du dich daran machst, eine Voodoo-Puppe zu basteln. Die folgenden Schritte habe ich von einem seriösen Buch über Voodoo-Praktiken. Voodoo ist eine Religion, die hauptsächlich auf Haiti, in Afrika und Teilen Amerikas beheimatet ist. Die Religion ist in westlichen Ländern vor allem durch Opferdarbringung und vermeintliche Praktizierung von schwarzer Magie bekannt. Durch die Sklaverei kam der Glaube auf die westindischen Inseln. Elemente anderer Religionen wurde aufgenommen. Zunächst einmal empfehle ich dir, dass du dich an einen Ort begibst, an dem die Kraft der Erde besonders stark ist. Solche Orte gibt es viele. Ich empfehle vorzugsweise alte Kultstätten oder Orte, an denen durch vorherige archäologische Ausgrabungen bekannt ist, dass dort die alten Götter angebetet worden sind. Oft wurden auch Kirchen an diese Stellen errichtet, aber da geht es natürlich nicht mehr. Während du die Puppe bastelst, solltest du am besten die ganze Zeit über die betreffende Person im Kopf haben und nicht beispielsweise an irgendjemand anderen denken, sonst könnte es sein, dass es nicht funktioniert. Du benötigst zwei Stöcke, das Material spielt im Grunde keine Rolle, doch es sollte ein Holzsatz sein, die du dem Gefühl nach am ehesten mit der Person assoziieren würdest. Es gibt auch Bücher, die sich intensiv mit diesem Thema befassen. Lege die Stöcke kreuzartig übereinander und binde sie mit einer festen Schnur zusammen. Dies wird das Skelett deiner Voodoo-Puppe sein. Da musst du Moos suchen und es langsam und fest um die Struktur wickeln. Nun ist es wichtig, dass du ein Stück vom Körper desjenigen hast. Es muss gar nicht viel sein. Etwas Haar oder ein Stück Stoff von seiner Kleidung sollte genügen. Zuletzt musst du das Ganze mit Nadel und Faden zunähen. Merke, je persönlicher die Voodoo-Puppe wird, desto stärker wird sie am Ende wirken. Ab jetzt musst du deine Puppe so gestalten, dass sie der Zielperson am ähnlichsten sieht. Deine Kreativität ist gefragt. Setze ein paar Steine in Farben seiner Augen auf den Kopf, ziehe ihm ähnliche Kleidung an und so weiter. Nun ist es soweit. Wenn du dich präzise wie möglich an diese Anweisung gehalten hast und es dir geglückt ist, übernatürliche Kräfte auf dein Anliegen aufmerksam zu machen, hast du etwas mehr als zwei Stöcke Holz mit Moos und Stoff, was du deinen Händen halten wirst, wird tatsächlich dein Feind sein. Was fängst du nun damit an? Wie gesagt, es ist alleine deine Sache und du hast bereits geschrieben, dass du mit der dreifachen Regel vertraut bist. Also ist es deine Sache. Wenn du willst, kannst du vorher mit Hühnerblut einen Bankreis um die Stelle ziehen, an der du die Voodoo-Magie praktizieren willst. Aber das könnte natürlich auch das Ganze unwirksam werden lassen. Du kannst nun Nadeln mit verschiedenen Farbenköpfen in unterschiedlichen Stellen der Person stechen. Verschiedene Farben stehen für verschiedene Emotionen und Energiepfade. So, das war mal die ernsthafte Antwort, also im Falle, dass Voodoo-Puppen ernst sind. Dann habe ich hier noch eine schöne Antwort von einem Skeptiker. Du brauchst keine Voodoo-Puppen, sondern einen guten Psychologen. Du leidest anscheinend unter Depressionen und totalem Realitätsverlust. Du bist keine Hexe und es gibt kein Voodoo. Ja, mehr finde ich zu dem Thema eigentlich auch gar nicht. Es gibt noch einige andere Anleitungen und es gibt sogar Shops, wo man Voodoo-Puppen kaufen kann. Aber ich habe nichts in der Art gefunden, ob jemand darauf schwört, dass es wirklich funktioniert hat. Oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall interessiert mich eure Meinung dazu. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal.